Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Delegierte, sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Da ich heute etwas später erst kommen konnte, möchte ich gerne an dieser Stelle noch im Namen des Freistaates einige Worte des Dankes an Herrn Nuck richten. Und ich danke Ihnen dafür, diese Gelegenheit zu haben. Sehr geehrter Herr Nuck, Sie beenden heute nach 11 Jahren Tätigkeit Ihre Funktion als ehrenamtlicher Domowina-Vorsitzender. Seit dem Jahr 2000 haben Sie dieses Amt mit hohem Engagement, mit Kampfgeist und mit Herz und Verstand ausgefüllt. Mitunter waren Sie ein ungeduldiger Kämpfer, auch ein Querdenker mit Mut zu neuen Ansätzen. Im Zentrum Ihrer Bemühungen stand immer wieder der Erhalt und die Fortentwicklung der sorbischen Sprache. Eine Ihrer zentralen Losungen war, die Lausitz ist zweisprachig. Damit bringen Sie zum Ausdruck, dass die sorbische und die deutsche Sprache gleichberechtigt sind und dass diese Losung auch mit Leben erfüllt werden muss. Dabei mussten Sie auch erfahren, dass der Einsatz hierfür eine Daueraufgabe ist und bleibt. Es gibt wohl kein Universalrezept. Zweisprachigkeit muss immer wieder als Aufgabe angenommen werden. Sie muss erarbeitet werden, wiederbelebt werden und auch weitergegeben werden. Und das ist mitunter ein sehr anstrengendes Unterfangen. Aber die Anstrengung lohnt sich, denn Mehrsprachigkeit ist ein Reichtum, der am besten bereits im Kindesalter vermittelt wird und dann auch ein echter Mehrwert ist. Und wir wissen auch, einer ausgeprägten Mehrsprachigkeit wohnt auch ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz inne. Herr Nuck, Sie haben mitgewirkt an der Gründung des Vitae-Sprachzentrums. Sie waren und sind sehr engagiert auf kommunaler, auf Landes- und auf Bundesebene in Ihrem unermüdlichen Werben um Verständnis und Wertschätzung bei den Regierungen und bei den Abgeordneten. Sie haben mit den anderen autochthonen nationalen Minderheiten, mit dem Südschleswig-Vorpommern, mit der Domowina, mit dem Friesenrat, aber auch dem Zentralrat der deutschen Sinti und Roma im Minderheitenrat zusammengewirkt, seit 2006 auch als Ihr Vorsitzender. Sie waren klug im Agieren um die Beachtung der sorbischen Interessen in Bezug auf das sehr kritische Braunkohlenabbauprojekt. Ja, und Sie wissen auch um die Spannung, die daraus resultiert. Spannung, Segen und Fluch zugleich der Braunkohle in der Lausitz. In der Schulpolitik haben Sie schmerzliche und erfreuliche Zeiten erfahren. Einerseits die Schließung der sorbischen Mittelschulen in Kroswitz und Panschwitz. Andererseits aber auch der Ausbau des sorbischen Gymnasiums zum sorbischen Schul- und Begegnungszentrum in Bautzen. Sie haben lange Jahre im Stiftungsrat für das sorbische Volk gewirkt und Sie wollen das auch weiterhin tun. Und dabei haben Sie auch mitgekämpft für das jetzige Finanzierungsabkommen, welches im Jahre 2009 auch in Ihrem Beisein unterzeichnet wurde. Ihnen ist wichtig, dass die Sorben in der Lausitz bleiben und dass, wenn sie dann doch weggehen, weil es manchmal auch an der Arbeit in der Region mangelt, dass sie dann auch den Kontakt nicht verlieren, dass sie ihre Wurzeln als Lausitzer Sorben behalten. Sehr geehrter Herr Nuck, wir werden Sie alle, und ich sage dies auch im Namen des Ministerpräsidenten und der sächsischen Staatsregierung, wir werden Sie alle sicher auch als Vorsitzender der Domowina immer in guter Erinnerung behalten. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, ich danke Ihnen auch für Ihr großes Engagement und ich wünsche Ihnen auch persönlich alles Gute, Wiele Zboża. Ihnen, der Domowina, und Ihnen, Herr Vorsitzender, gratuliere ich zum Wahlerfolg. Und ich möchte sagen, dass ich mich auf die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen freue.
Mit großem Interesse verfolge ich die Übernahme dieses verantwortungsvollen Amtes in einem Moment, in dem richtungsweisende Lösungen für das Fortbestehen der sorbischen Sprache und der über Jahrhunderte hinweg reichenden Traditionen vonnöten sind. Vor allem die Frage nach der künftigen Rolle der Domowina als Interessenvertretung des sorbischen Volkes bedarf einer Lösung, zu der ich Ihnen viel Kraft und Durchsetzungsvermögen wünsche, ebenso wie für die Organisation der bevorstehenden Feierlichkeiten zum Jubiläum der Domowina im Jahr 2012. Auch in diesem Sinne, Wiele Spoža. Vielen Dank.